Musst du noch herausfinden, was denn an dem, was denn hier dann so viel cooler ist, weil hoch und runter schießt, kann man damit auch nicht. Das wäre eigentlich schön gewesen. Ich glaube, das wäre zu stark, dann, auch irgendwann. So, hau ihn, hau ihn, hau ihn, mach ihn platt. So, wunderbar. Hm. Ui, das war knapp. Na, man dreht sich zur Seite und schon passiert sowas. Ist schön. Gut. Kann passieren, ja. Manchmal stirbt man einfach versehentlich. Immerhin gibt es in diesem Spiel keinen Hard Mode, von wegen, dass man gar nicht sterben darf. Wobei, naja, sagen wir es mal so, man wird ja nicht wiedergeboren, ne? Man stirbt ja eigentlich nie in diesem Spiel. Theoretisch. Also wenn man die ganzen Stellen zusammenschneiden würde, dann würde man nie sterben. Es ist nicht so, dass man wiedergeboren wird oder wieder resettet wird, irgendwas in der Art. Ach Gottchen. Falls sie versteht, was ich meine. Au. So, ignoriere ich den Kollegen? Nö, ne? Doch, mache ich. Ich habe keine Ahnung, ob da noch irgendwas rumliegt da vorne. Ich habe eher wenig Bedürfnis, das nachzuvollziehen, nachzuschauen. So, wunderbar. Wobei das Sägeschwert, die Kombination davon ist ja wirklich, wenn sie denn sitzt, was halt immer erstmal eine ganze Weile dauert, dann ist sie natürlich toll. Au, ich hätte weiterführen wollen. Greif mich an, ich brauche Zeit. Au, nicht so, nicht so. Trottel. Sauerei, der hat aber auch ausgeholt an der Stelle. Und. Ah, ich wollte es weiter ausführen. Ich will die noch einmal komplett machen hier. Ah, wehe, du haust mich. Ja, hier komm. Steck ihn hier sonst wohin. Bam. Ich benutze mal hier so vielleicht so einen ganzen Heiltrank oder so. Kann man sich vielleicht mal gönnen. Vielleicht hätte ich mir den aufbewahren sollen, aber ist egal. Okay, hier ist nichts. Ach Gottchen, Flops. Kriegen wir hin. Oh, ich glaube, man muss doch echt ein bisschen aufpassen, ne? Wo man hinlatscht und wo nicht. Ah, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ah. Habe ich jetzt hier vor oder nach dem Onkel gespeichert, ja? Ach, das ist schon länger her jetzt. Ja, gut, es geht. Ah, dass hier immer alles zusammenbricht, meine Güte. Vielleicht hätte ich zwischendurch doch nochmal speichern sollen. Ach, ich habe jetzt hier das andere Schwert. Na gut, machen wir es so. Die haben beide ihre Vorteile. Also wenn man mit dem Sägeschwert denn die Kombination ausgeführt wird, dann ist das natürlich Deluxe. Dann ist das richtig, richtig ordentlich. Richtig schön mit 5000 Schaden pro Treffer. Das können zwei Stück sein, die da astrein funktionieren. Nun muss man erstmal so weit kommen, weil das Ding langsam ist. Na, so. Ja. Ich versuche mal, dass ich jetzt nicht unbedingt auf den ganzen Lebensrang angewiesen bin. Das wäre schön. Au. Das war schlecht. Wann darf ich das Ding denn machen? Es ist ja. Es ist halt sau langsam. Es ist. Ja, weiß ich nicht. Erscheint selten tatsächlich sinnvoll und angebracht. Au. Aua. Muss ich halt so kämpfen hier. Ah, gerade so nichts. Verdammt. Ladada. Ja, du bist schön, ich weiß. Ja, war's beim Friseur? Ich sehe das doch. Hast neue Zöpfe an der Seite. Ja, schick. Ja, Faschingskostüm als Heidi passt, würde ich sagen.
geht vollkommen. Aber nicht getroffen hier. Ist ungünstig. Ja, an den Zehen würde ich vielleicht nochmal was machen. Das ist aber sonst schön. Kann man nicht meckern. Sandman ist sehr ehrlich. Dann kann man eine ganze Menge meckern. So, wunderbar, haben wir das geschafft. Ich speichere mal. Aus Gründen. Und werde mich etwas fortbewegen hier. Fortener als vorher. Oder kann man hier überhaupt weiter? Bin mir gerade mal nicht so sicher. Hier an der Stelle kann man auf hier. Ach, da links, okay. Ja, okay, man kann hier doch lang. Man muss es halt nur erstmal finden. Eine Skelettpfütze. Und was zerbricht hier jetzt schon wieder? Noch mehr eingestürzt. Meine Güte, hier kommen wir ja bald gar nicht mehr lang. Ich muss hier nochmal zurück. Jungs. Hä? Mädels hier. Liebes Spiel. Ich muss doch nochmal lang. Du kannst jetzt nicht auseinanderfallen. Hier. Meine Herren. Okay. Man sieht's. Ein Schlüsselmann. Der hat sogar schon Leben verloren. Warum auch immer. Ein Guardian Key haben wir jetzt. Wunderbar. 31.000. Na, toll. Ist ja gut. Das Problem ist, der gibt kaum Erfahrung wahrscheinlich. Ah, Moment. Kann man hier zurück dann? Oder was ist da los? Wir müssen den nicht unboxen. Es ist mir schon klar, aber... Meine Güte. Ich habe ein schönes Schwert. Ich darf ja wohl mal hier fernkämpfen. Vielleicht kommen wir ja noch sogar auf Level 21. Das wäre schön. Weil das würde deutlich mehr Ausdauer bringen. Und damit deutlich mehr Freude in unserem Leben. Toll. Mann, das ist an der Wand abgeschält vorher. Nein. Das ist blöd. Gefällt mir nicht. Ja, machen wir es so. La, 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 da, da. Da, da, da. Ah. Ah, Treff. Ich meine, Triff. Jetzt hängt er da fest. Cool. Und? Bringt echt kaum mehr, muss man sagen. Das ist schade. Kann vielleicht sein, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das wirklich immer ein durchstoßender Schlag ist. Dass man sagt, hier komm, Schilde sind da auch egal bei. Könnte manchmal sogar ganz praktisch sein. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das ist. Gefühlt ist das Ding jetzt, macht es genauso viel Schaden. Eine Erklärung gibt es, glaube ich, nicht. Ich habe zwar ein Handbuch zu dem Spiel, weil damals ja noch jedes Spiel irgendwie auch ein Handbuch gehabt hat. In der Verpackung, so richtig auf Papier und analog und so, voll crazy. Aber ich weiß nicht, ob da was drin steht, ehrlich gesagt. Okay, Erfahrung hat's gebracht. Das Handbuch steht halt jetzt... Wobei, das steht gar nicht so... Warte mal, Moment. Da-da-da, Verpackung. Da-da-da. Das ist der Sound von Papier, falls sich noch jemand erinnern sollte. So, was haben wir denn hier? Steuerung, die Angriffskombinationsschläge, ja. Gegenstände 27. Wir sind mit Seite 27 mal. Gegenstände, das sind nochmal Gegenstände aufgeführt. Aber keine. Nö, Kombinationskrams. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich blätter nochmal ein bisschen rum hier. Ich mache mich selbst zu Blätterteig. Da stehen für ein paar Waffen hier. Stehen da Beispiele. Warum auch immer das für ein paar sind. Grundangriff, besondere Fähigkeiten, zum Beispiel Zorn, Kombinationsschlag. Okay, da steht also nichts Konkretes. Schade eigentlich. Dann können wir auch im Spiel schon weitermachen. Mist. Oder gibt es hier nochmal eine genaue Erklärung? Ich würde da gerne mir das anschauen, aber es geht glaube ich nicht. Licht der Iana. Weiß ich nicht. Vielleicht weiß das Internet da was. Wobei so wenig, wie man zu diesem Spiel findet. Das ist vielleicht auch gar nicht mehr der Fall sein. Okay, wer... Was? Ach, noch einer. Hallo. Au! Ach, ich wollte gerade sagen, hier waren wir schon, aber stimmt gar nicht, oder? Doch, da waren wir hier schon. Na klar.
Natürlich waren wir hier. Ja, ich bin hier oben, junger Mann. Ich will das jetzt nicht die ganze Zeit so machen, ne? Ich will nicht hier 35 Mal auf ihn draufschmeißen, ne? Ist ihm hoffentlich auch klar. Wobei ich wirklich gerne die Erfahrung hätte. Ah, da. Ich meine, es geht, klar. Bis ich runterfalle, weil ich immer weiter das Stück nach vorne komme hier. Da. Machen wir es mal so. So, lauf rein. Bam. Ah. Hua. Wo habe ich denn gespeichert eben? Okay. Ja, schön ist es nicht. nicht so. Also, na, man sollte ungern gegen Wände springen und dann abgelenkt werden und dann runterfallen. Immerhin schnallt er ziemlich früh, dass er stürzen wird. Und geht dann schon mal in eine andere Körperhaltung und fuchtelt mit den Armen. Das ist schön. Wenigstens ist er da so ehrlich und sagt, ja, hier komm, du hast verloren. Das ging fix. Ah. Mann, ey. Das geht doch schon besser als eben. Au, das geht gar nicht gut. Verdammt, ey, dass er dreimal angreift. Aber schön, dass das Schwert noch in unserer Hand respawnt, wenn wir auch gerade sterben. Das ist schön. Das ist zumindest ein sehr treues Schwert. Sagen wir es mal so. Ich meine, klar, wir sind der Auserwählte. Aber was heißt das schon? Sind wir nicht alle irgendwie mal auserwählt? Ich glaube nicht. Es ist zu weit weg. Okay. Ja. Es war sowieso nicht so gut bis zu der Stelle. Ja, so langsam kommen dann tatsächlich die Stellen, die schwieriger sind. Gut, sollte man im letzten oder vorletzten Level auch mal erwarten. Aber auch, ich meine, auch vorher kam ja schon ein bisschen was. So, ich gehe mal dran vorbei an ihm. Das war sehr knapp. Wunderbar, das hat gesessen, wobei das hat... Ich glaube, man soll ihn gar nicht umbringen, oder? Ich glaube, man soll einfach nur wegrennen. Ich will das aber. Ich will jeden Gegner, den ich hier sehe, gut, vielleicht fast jeden, umboxen. Das wäre mein persönliches Fest. Einfach der Erfahrung wegen. Können wir vielleicht darüber... Ups. Ah, schön. Ich glaube, wenn ich den Angriff mache... Okay, das geht sogar. Ich steige nicht zu weit nach vorne hier. Ah. Das ist schön. Genau so muss das sein. La-da-da. Flops. Wunderbar. Herrlich. Bis zu dem Moment, wo ich zu weit nach vorne steigen muss hier. Er fällt weg. Kommen wir die Erfahrung? Nein. Keine Erfahrung. Moment. Es tut mir jetzt leid, aber das muss jetzt sein. Wenn ihr bis hierhin durchgeschaut habt, das ganze Let's Play lang, dann sind euch jetzt die 5 Minuten auch egal, glaube ich. Ja. Ihr wollt es doch auch, ne? Mal so gesehen. Sind wir nicht alle irgendwie in einem Boot? Wobei, es kommt wahrscheinlich vom Boot, es hängt vom Boot ab. Je nachdem, wie groß es ist, ob wir da alle reinpassen. Hat er mich überhaupt gesehen hier? Das war schlecht. So sollte es funktionieren. Es funktioniert nicht. Ja, komm näher. Komm näher. Oder machen wir ihn so kalt? Er fällt aber doch auch runter hier, oder nicht? Der fällt doch gleich hier. Der fällt doch schon wieder. Ich will ihn selber umhauen. Hallo, ich möchte die Erfahrung haben. Ich möchte eventuell noch eine Stufe 30, genau. Und das wird auf jeden Fall passieren. 21 werden. Ich weiß nicht gesagt, ehrlich gesagt nicht, wie viele Gegner dann noch sind, die etwas mehr Erfahrung bringen. Ob wir nicht an anderer Stelle auch Stufe 21 werden.
Aber man kann es dann ruhig früh genug werden. Das wäre schön. Au. Gut, ich muss auch gar nicht immer hier rüber, ne? Aber es ist natürlich der einfachste Weg jetzt hier. Nutzen wir das Spiel halt ein bisschen aus. Ist aber auch arg knapp hier ständig. Ich glaube, während man wirft, regeneriert man auch Ausdauer. Das ist gerade mal der Vorteil hier. La. Nicht runter. Nein, was macht er denn? Warum springt er da ständig runter? Warum? Ah, wie kann das sein? Ist der, der hat auch keinen Bock mehr, ne? So wie man das sieht. Er denkt sich auch, ja toll, steht er außerhalb hier der Reichweite. Dann mache ich mal hier, dann nö, da will ich nicht. Dann lade ich jetzt nochmal, dann locke ich ihn vielleicht zwischendurch nochmal. Stelle ich mich da an den Rand, hau ihn zweimal und dann gehe ich wieder zurück. Dass er da zumindest den Hauch einer Chance verspürt. Ich meine, das ist klar. Ja, ein bisschen Motivation will ja jeder haben. Sei es dadurch, dass man jemanden mal hauen darf. Okay. Manchmal ruckelt das Spiel so ein ganz kleines bisschen komisch. Nicht. Was macht er denn da? Ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich glaube, es ist, glaube ich, der suizidalste hier Gegner, den ich bisher gesehen habe. Er hat wirklich keinen Bock mehr auf uns. Ja, der bleibt stehen hier. Ich glaube, es sind auch noch genug Gegner. Dass wir dann noch eine Stufe aufsteigen werden. Das wäre wirklich schön. Allein schon der Gesundheit wegen. Machen wir es mal so. Ich glaube, hier bricht auch gleich alles wieder zusammen. Kann das sein? Ich speichere mal auf den nächsten ab. Eine Tür. Großschwert. Haben wir mal gehabt, oder? Haben wir alle Schwerter gehabt? Da ist nichts drin. Schade. Doch, ich glaube, wir haben so ziemlich alles gehabt, ja. Ich meine, jetzt mit dem Großschwert ankommen, das wäre ziemlich albern. Ne, kann man leider nicht rein. Aber ist doch schick hier. Was auch immer das mal war. Es war mal anscheinend zum einen von Menschen gebaut, anscheinend. Und zum anderen irgendwie schick. Damals, als es noch heile war. Oh, verdammt. Aua, aua. Aua, aua. Au. Hä? Ich hab mich nicht getroffen, verdammt. Au. Jetzt nimmt mir nicht alle Gegner weg hier. Der Sack hier. Hallo. Dann nehme ich nochmal den anderen hier. Ist mir doch egal. Jetzt ist auch egal. Ich will den umboxen. Ui, das war knapp. Komm, Freundchen. Wehe, du haust dich selber hier von der Veranda. Das wäre blöd. Machen wir es halt so. Wo ist die Chance wenigstens kleiner, dass er sich selber hier beseitigen möchte. Wenn er traurig ist, kann er doch mit uns reden. Das soll doch kein Problem sein. Wir haben doch Verständnis. Wenn er frustriert ist oder sowas, das ist schlecht. Wenn er frustriert ist oder gerade seine Tage hat oder irgendwas in der Art, kann er doch mit uns reden. Ja. Aber gut, scheint so besser zu funktionieren. Natürlich trifft er uns eventuell auch mal, so wie gerade, aber es sollte auf jeden Fall besser funktionieren. Und wer, der gibt keine Erfahrung, dann gibt's, ja, dann gibt's keine Erfahrung. Voll die Drohung. Ja, da ist er aggro. Ah, da, schwupps. Au. Warum trifft er uns? Ich finde das ja eher uncool. Da. Ich glaube, ich muss ihn gar nicht anlocken hier. Das geht so genauso gut. Ich sollte mal speichern vielleicht. Ah, komm näher, komm näher, komm näher. Sehr gut. Ich sollte ihn vielleicht doch anwählen. Zumindest dann, wenn ich daneben haue. Oder sonst daneben hauen würde.
Da, schwupps. Ah, ich habe so wenig Leben eigentlich. Ah, Arsch. So ein Piefke hier, ne? Weil er jetzt jedes Mal hier gestunt ist. Ich kann ihn allerdings... Ah, sehr gut. Das sollte sein Tod sein. Ja. Es hat ein bisschen Erfahrung gebracht. Toll. Ich hau mir mal ein paar 500er rein hier. Aber vielleicht ist das das entscheidende Stück Erfahrung, was uns dann später fehlen könnte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei wir wirklich noch ein paar Gegner vor uns haben. Bin ich mir recht sicher. Das sollte gehen. Wie, der hier ist... Hä? Hat sich der hier dafür in den Tod gestürzt, oder was? Da war doch auch noch einer. Ich weiß nicht, ob ich das verstehen muss. Warum die alle freiwillig sterben hier. Mache ich doch auch selten. Also man kann oft meinen, dass ich das freiwillig tue, aber es liegt daran, weil ich an der Stelle nicht besser spiele. Das ist, glaube ich, die eigentliche Begründung. Ich glaube, darunter sollte man auch nicht unbedingt. Habe ich mal gehört. So, hier, die... Vor allem hier bin ich bei solchen ollen Skeletten gestorben, ne? Total albern. Die sind doch sowas von einfach zu beseitigen hier. Wie man sieht, das war mal albern. Trotzdem ein Grund zum Speichern. Okay, ein verschlossenes Golem-Schloss. Hab ich. Hab ich, kann ich, mache ich. Ich will erst nochmal schauen hier. Komm ich darüber? Ja. Ein Krafttrank. Ein Räumerschild. Brauche ich nicht.